Das WB-Gespräch von Willisauer Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willisau Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region und der GUT AG Gebäudetechnik. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch, im aktuellen Monatsinterview vom Willisauer Bott. Mit dem jüngsten Öffnungsschritt, den der Bundesrat beschlossen hat, gibt es so etwas wie ein Frühlingserwachen auch in der Kulturszene der Region. Verschiedene Anlässe dürfen allerdings in abgespecktem Rahmen stattfinden. Unter anderem auch Stimmenfestival Etiswil vom 6. bis 9. Mai. Mein Gast heute ist darum Festivalleiterin Sabrina Rohner-Troxler. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Frau Rohner, was war Ihre erste Reaktion, die Sie an dem Mittwoch von dem Bundesratsentscheid erfahren haben? Die erste Reaktion ist schon zuerst mal überrascht. Also ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe mich, glaube ich, innerlich so ein bisschen darauf eingestellt, dass wir es absagen müssen. Ich war ein bisschen überrumpelt. Und dann, ja, so von einer Art monatelangen Standby-Modus so in Aktion treten, das hat schon so ein bisschen eine Überwindung gebraucht. Aber schlussendlich musste es dann wirklich schnell gehen. Wir haben dann ganz schnell Kontakt zum Festivalteam aufgenommen, zu den Behörden, allen Beteiligten. Und dann ist das ja, wie von allein ins Rollen gekommen. Haben Sie eine Art wieder Plan B gehabt? Also, Sie müssen ja ein bisschen vorbereitet sein, dass Sie im besten Fall so rauskommen. Ja, wir haben eigentlich immer so in Szenarien geplant. Also, was machen wir, wenn? Szenarien. Und es wäre natürlich ein Szenario, wäre schon auch einfach die Absage gewesen. Weil, ja, wenn Live-Musik in dem Sinn nicht möglich ist, wäre es für uns klar gewesen, dass das Festival nicht stattfinden kann. Jetzt gibt es ja verschiedene Einschränkungen, selbstverständlich. Haben Sie Programmanpassungen müssen vornehmen aufgrund von diesen Beschränkungen? Es hat jetzt doch ein paar Änderungen noch gebraucht. Ja, es ist zum Beispiel nach wie vor verboten, dass man Chorkonzerte organisiert. Dann mussten wir das Kirchenkonzert, das eigentlich die Männerstimme Basel gewesen wäre, ganz kurzfristig ersetzen. Wir haben aber ganz einen tollen Ersatz gefunden. Das ist ein Duo Mallory, das Musik aus dem 17. Jahrhundert in spezieller Besetzung spielt und singt. Und auf das freue ich mich jetzt auch. Also mega, ich freue mich mega. Und man ist sich auch einfach gewöhnt, dass man sich nicht mehr ganz auf das einstellen kann, was ursprünglich geplant war. Das gilt wahrscheinlich auch für die Logistik, kann man vorstellen. Also dort müssen Anpassungen vornehmen. Ja, genau. Das haben wir aber schon relativ gleich angedacht, dass wir einfach so im Hinblick auf Schutzkonzepte und so weiter möglichst spontan und flexibel reagieren können, haben wir uns entschieden, dass wir das Ganze in eine grössere Halle zügeln. Wir sind dieses Jahr anstatt im Ölgesaal in der Bülacherhalle Etiswil. Und ja, das geht jetzt, also wir spielen einen neuen Ort bespielen. Und das gibt einen Mehraufwand, aber es ist auch spannend. Man kann neue Ideen entwickeln und ausprobieren. Jetzt so ein Festival, ein Stimmenfestival, lebt ja immer von der Stimmung. Das ist jetzt bei 50 Leuten wahrscheinlich schwierig, die noch sollte, möglichst weit auseinander sein. Haben Sie gleich ein gutes Gefühl, dass da ein stimmungsvolles Festival wird geben? Ja, ich glaube, es stimmt, dass wir gewisse, wie soll ich sagen, also wir haben, also ums Drumherum haben wir viele Abspeckungen müssen vornehmen. Also das ganze Soziale, das Zusammensitzen, Gastrobereich, das ist sehr, sehr kurz das Jahr, aber ich glaube, dass der Kern von unserem Festival, das, was den Kern ausmacht, der Live-Moment, Live-Konzert, dass das eben möglich ist und dass das trotzdem Abstand, wo man sich inzwischen ja eigentlich, glaube ich, relativ gut daran gewöhnt hat, auch, dass das möglich ist, wenn man in dem Saal sitzt und den Kontakt zu der Person, die auf der Bühne für einen Musik macht und singt, wenn das wieder stattfinden kann, ich glaube, das ist eine Art von Nähe, die einem wahnsinnig viel geben kann, die auch mit Abstand geht. Ein anderer Faktor sind sicher auch die Finanzen. 50 Zuschauer pro Konzert, das wird kaum länger, um rauszukommen. Wie macht ihr das? Also wir dürfen wirklich auf eine grosse Unterstützung von unseren Geldgeberinnen und Geldgeber, Sponsoren,
zählen. Wir dürfen auch auf die Unterstützung vom Kanton zählen, wo uns den Rücken frei haltet. Und für uns hat es dann wie eigentlich zwei Überlegungen gegeben. Einerseits ist so, dass kurzfristiger denkte finanzielle von dem Jahr können wir über die Runde, wenn wir das so machen, können wir das Risiko eingehen, können wir das tragen. Und dann gibt es aber auch noch eine längerfristige Überlegung, die sehr fest in unseren Entscheid eingespielt hat. Das ist, wenn ein Festival jetzt das zweite Jahr nicht stattfinden kann, geht einfach wahnsinnig viel Wissen, Know-how verloren. Wir haben viele neue Leute im Team, die das letzte Festival auch nicht richtig arbeiten können und durch eingeschafft werden. Und für uns ist es wie einfach zentral wichtig, als Team wieder so ein Ziel zu haben, wo wir alle zusammen darauf hinschaffen können, wo wir das Wissen, das rum ist, wieder auffrischen können. Und durch die neue Situation kommt jetzt auch ganz viel neues Wissen dazu. Sie haben es gesagt, schon das letzte Festival mussten Sie müssen absagen, wie viele andere Sachen auch. Ein schwieriges Jahr, wenn wir jetzt vom Festival weggehen, Sie als Person, als Musiklehrerin, als Stimmen-Festivalleiterin, auch Ihr Partner ist Musiker. Ein schwieriges Jahr, nehme ich an, persönlich, jetzt, was Sie hinter sich haben. Ja, ich glaube, es war für alle nicht nur einfach gewesen. Und für die auch schwieriger und für die auch, also da müssen mehr Eingeständnis machen und da weniger. Und für mich war es in vielen Bereichen sehr fordernd gewesen. Es hat aber auch Situationen und Momente oder auch Konsequenzen aus dem Ganzen gegeben, die für mich nicht nur schlecht sind. Also wir sind beispielsweise, mein Mann kann jetzt viel mehr im Homeoffice arbeiten, was uns jetzt persönlich sehr entspricht, so aus Familie. Wie sieht es aus mit Unterstützung? Haben Sie das wieder viel diskutiert? Die einen sagen, es funktioniert gar nicht mit den, Unterstützungsgeldern, Härtefallgeldern, wie das alles heisst. Andere sagen das Gegenteil. Haben Sie Erfahrungen auch diesbezüglich gemacht im letzten Jahr? Haben Sie etwas bekommen? Also für mich ist natürlich, ich habe ein festes Standbein, das ist meine Unterrichtstätigkeit. Ich bin Musiklehrerin an der Kante und habe dort wie die, ja, sehr komfortable Situation, dass ich ein sicheres Einkommen habe. Und das hält mir extrem den Rücken frei jetzt von all diesen finanziellen Sorgen. Und aus Festival haben wir immer sehr, wirklich sehr grosse Unterstützung und Wertschätzung vom Kanton dürfen erfahren. Während der Pandemie hat die Kultur allgemein als nicht systemrelevant gehalten, um das blöde Wort wieder einmal zu brauchen. Wie fühlt man sich, wenn man so eingestuft wird? Oder was halten Sie da dagegen? Ich halte dagegen, dass es ein grosser Wirtschaftszweig ist von der Schweiz. Dass ganz viele Unternehmen direkt oder indirekt in diesen Wirtschaftszweig verwickelt sind. Dass die Kulturschaffenden selber, wo es ja so etwas daran aufgehängt wird, eigentlich nur ganz kleine Teil sind von dem Ganzen. Dass es anfängt bei den Putzengippen, bei Räumlichkeiten, Catering, die ganze Technik, Licht, alles, was damit mit den Medien verbunden ist, Radio, Fernsehen, alles druckte, alles online. Es ist, ich glaube, dass wenn man sich in diesem Bereich nicht bewegt, dass es schwierig ist, wirklich darin hineinzusehen, was alles dran hängt. Und ich glaube, sobald man ein bisschen darin hineinsieht, sollte allen klar sein, dass das ein wichtiger Wirtschaftszweig ist. Sie engagieren sich auch, also beziehungsweise das Streamer-Festival in der Verein Kulturlandschaft Luzern, in einem Verbund von 25 Kulturveranstaltern auf der Luzerner Landschaft. Braucht es das und warum braucht es so eine Lobby, sage ich jetzt einmal? Ich glaube, das braucht es unbedingt, weil zusammen ist man lauter als allein. Zusammen hat ein Wort mehr Gewicht, eine Meinung, ein Bedürfnis. Und jetzt gerade in den aktuellen Zeiten merkt man einfach, wie unglaublich wichtig dass es ist, dass man nicht vergessen geht, dass man sich Gehör verschaffen kann. Und nebst dem ist es einfach auch ein sehr interessanter Austausch untereinander von diesen Veranstaltern und Veranstalterinnen. Und auch ja, befruchtend, man kann Ideen austauschen. Es ist sehr wertvoll, die Zusammenarbeit. Ist es nötig oder warum, dass es eben gerade auf der Landschaft auch ein breites kulturelles Angebot gibt?
Für mich ist klar, dass das sehr viel dazu beiträgt für den Standort, also für die Attraktivität eines Standorts, dass ein Freizeitangebot drin ist. Für mich ist es auch ganz wichtig, dass Kultur nicht einfach ein Privileg ist von der Stadtbevölkerung, sondern genauso auf dem Land kann genossen werden kann. Dass der Weg machbar ist und die Hemmschwelle, dorthin zu gehen, möglichst klein ist. Kultur soll für alle zugänglich sein. Kultur ist wichtig für... Das ist das Bindeglied zwischen der Bevölkerung. Es ist ein Treffpunkt von verschiedenen Generationen. Sorgt für Gesprächsstoff. Ja. Schauen wir noch ein bisschen voraus. Wir stehen vor einem Sommer, der vielleicht wieder weitere Öffnungen bringt. Sie sind ja, wie gesagt, auch Künstlerin selber und Sängerin. Stehen Projekte an, wo Sie schon wissen, oder ja, hoffen, dass sie stattfindet, wir sagen wir so. Ja, genau. Im Moment hoffen wir einfach jedes Mal, dass es dann stattfinden kann. Es ist jetzt viel verschoben oder ganz abgesagt worden über den Winter. Und jetzt für den Sommer bin ich mit meinem A Cappella-Quartett FAM noch unterwegs mit unserem neuen Programm. Wir können zum Beispiel am Davos-Festival auftreten. Also dort hoffe ich sehr, dass das geht, so wirklich im Sommer. Und mit der Band Frankie Silence, die ich mit meinem Mann zusammen habe, sind wir auch an neuen Stücken. Und wie vorher erwähnt, haben wir ein Studio in unserem Haus, im Keller. Und sind dort eigentlich dran, um neue Sachen aufzunehmen und entwickeln. Aber vorher haben wir, wie gesagt, noch das Festival. Mhm. Worauf freuen Sie sich besonders? Oder haben Sie uns noch einen kleinen Geheimtipp zum Schluss? Ja, das ist eigentlich die falsche, die man fragt. Also ich darf ja, oder ich habe das Privileg, mir selber sozusagen ein Programm zusammenstellen. Natürlich immer im Hintergedanken, für wer ich das Programm zusammenstelle. Aber mit meinem Mann zusammen, wenn ich die musikalische Leitung habe, dann probieren wir eigentlich nur Highlights, natürlich, nur Highlights zu buchen. Und es ist, ich glaube, uns macht aus, dass wir einfach sehr vielfältig sind, vielseitig. Ein abwechslungsreiches Programm, wo man viele Konzerte hintereinander geniessen kann, ohne dass es einem langweilig wird. Da freuen wir uns doch und wünschen Ihnen viel Erfolg und hoffen, dass das nächste Jahr wieder im entwohnten Rahmen stattfinden kann, das Stimmenfestival Etiswil. Herzlichen Dank. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es, das WB-Gespräch vom Monat April. Ich wünsche Ihnen schöne Frühlingstage, viele bereichernde kulturelle Erlebnisse und freue mich, wenn Sie wieder zuschalten in einem Monat. Bis dann, haben Sie es gut. Das WB-Gespräch vom Willisauer Boot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region und der GUT AG Gebäudetechnik.